Leute, was läuft? Heute gibt es eine Sprint to Glory für euch. Ihr seht aber auch schon, wir sind im Januar 2030. Wir starten erst jetzt mit der Sprint to Glory. Team weiß ich selber noch nicht. Wir gucken mal in Bundesliga und zweite Bundesliga rein. So sieht momentan die Bundesliga aus, aber ich würde sagen, wir nehmen ein zufälliges Zweitliga-Team. Also, gehen wir hier in die Taktikvorlage und gucken einfach mal, welches Team es wird. Welches Team wollen wir hier heute zum Champions League-Titel führen? Und es wird Greuther Fürth. Momentan hier auf dem 5. Platz, aber da soll es natürlich heute noch viel, viel weitergehen in der ersten Bundesliga. Dann, wir gucken uns die Mannschaft direkt an. Die sieht gar nicht so extrem schlecht aus. Aber gut, die beiden besten Scorer sind über 30 Jahre alt, also da muss langsam Veränderung her. Es laufen auch ordentlich Verträge aus. Der beste Marktwert ist hier 14 Millionen und der hat eine Freigabesumme. Die würde aber, denke ich, keiner ziehen. 13 Millionen haben wir dann noch an Transferbudget. Und normalerweise würde man jetzt einfach so auf Seiten wie SoFIFA gehen und einfach gucken, ja, wer hatte gutes Potenzial oder wer ist ein interessanter Spieler. Das fällt natürlich jetzt komplett weg. Schaffen wir die 1000 Daumen nach oben bei diesem Video. Würde mich freuen für diese besondere SDG-Challenge. Bin sehr gespannt, welche Spieler ich gleich hier finde. Ich denke, das Ganze wird auch ein bisschen länger dauern. Abonnieren und Glocke aktivieren noch ganz schnell machen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Facegame geht jetzt aus und wir legen jetzt so richtig los. Und jetzt sind wir hier in der allerersten Verhandlung. Wir holen uns einen Keeper. Keine Angst, das ist jetzt nicht der Neuer oder Ter Stegen Regen. Aber ich habe gesehen, dass er großes Potenzial hat. Es ist ja klar, dass es immer ein Regen ist und hier sehen wir das Potenzial erstmal nicht mehr. Okay, kann sein, dass er jetzt runtergegangen ist. Also könnte ein Bernd Leno Regen sowas in die Richtung sein. Ja, und wir sehen auch 36% direkt an Minus. Verträge haben wir verlängert. Wir sehen, so extrem viel Geld ist auch nicht mehr da. Und wir sehen hier auch ein Torwarttalent. Aber gut, 61er Gesamtstärke zum Start ist auch ein bisschen zu schwach. Werden wir aber einfach mal zu den Profis befördern. Und wir brauchen natürlich hier einen Komplettumbruch. Deswegen habe ich die ganze Mannschaft hier, also gefühlt die ganze Mannschaft, auf die Transferliste gesetzt. Und wir sind jetzt hier schon am Deadline-Day. Wir sehen auch hier die Top-Transfers. Gut, da kennen wir noch alle Spieler. Wir werden sehr wahrscheinlich hier keinen Top-Transfer haben. Wir haben 20 Millionen Euro an Transfer. Budget, haben also hier ordentlich Spieler verkauft. Na gut, so viele sind es dann auch nicht. Es kommen aber jetzt direkt noch ein paar dazu. Auch hier einen für 14 Millionen verkauft. Das ist natürlich eine richtig gute Sache. Torwart ist auch ganz wichtig, dass wir den verkaufen. Davor hatten wir zu wenige Spieler, deswegen konnten wir den nicht abgeben. Aber der soll natürlich weg, damit sich der andere entwickeln kann. Und das passiert auch. Perfekte Sache schon mal auf der Torhüterposition. Und wir verpflichten jetzt einen Stürmer aus der Premier League. 75er Gesamtstärke. Gabriel Jesus oder Richarlison. Das müsste einer von den beiden sein. Also logischerweise natürlich der Region. Ich konnte leider diese beiden Stürmer nicht eintauschen. Das ist extrem bitter, denn der wird sich dadurch jetzt vielleicht auch ein bisschen schlechter entwickeln. Und jetzt wird hier mit Conte verhandelt, also mit Tottenham. Und wir holen uns jetzt hier einen Innenverteidiger aus England. Hier sehen wir das Ganze. 3 Transfers haben wir also gemacht, aber es werden noch nicht unsere letzten Transfers hier gewesen sein. Denn wir haben noch 14 Millionen, die wollen wir natürlich direkt investieren. Und warte mal, bei unserem Stürmer haben wir ja gesagt, dass es entweder Richarlison oder Gabriel Jesus, aber der hat keine Zweitposition, also es ist keiner von beiden. Und wir sehen direkt hier einen Spieler von Hamburg, ist zwar schon 26 Jahre alt, aber die Gesamtstärke. Ich meine, FIFA 22 habe ich es noch nicht so oft gemacht, aber hier werden wir mal einen Vorvertrag machen. Wer FIFA schon ein bisschen länger spielt, den Karrieremodus, der weiß, dass Vorverträge damals einfach so extrem OP waren. Jetzt macht man wirklich kaum noch Vorverträge. Aber wir machen das Ganze hier, holen einen 76er Innenverteidiger, aber der kommt natürlich erst nächste Saison. Und ihr seht jetzt hier unseren letzten Transfer für diese Transferphase. Wir holen uns hier einen französischen ZM. 76er Gesamtstärke natürlich extrem stark. Und mit dieser Mannschaft gehen wir dann, ja, in das erste halbe Jahr, was wir hier im Jahr 2030 machen. Es geht also so richtig los. Mal gucken, wo wir am Ende der Saison landen. Da sind wir auch direkt schon Juni 2030. Wir sind nicht aufgestiegen, finde ich aber auch nicht extrem schlimm. Denke, hier können sich die Spieler noch so ein bisschen besser entwickeln. Wir sehen auch direkt schon die ersten Entwicklungen. Neue Saison, wir haben wieder 15 Millionen Euro an Transferbudget. Natürlich könnten wir jetzt hier auch sehr viele freie Spieler holen, ganz klare Sache. Wir versuchen das aber erstmal noch nicht zu machen. Und das Erste, was wir direkt hier in der Saison machen, ist die Formation umzustellen. Denn ja, der andere Innenverteidiger ist natürlich jetzt hier gekommen. Und hier wird auch der erste Transfer in diesem Sommer gemacht. Wir holen ein italienisches rechtes Mittelfeld. Und den Rest von unserem Geld, den hauen wir nochmal in die ZM-Position rein. Ich glaube, da haben wir das auch ganz, ganz dringend nötig. 44er Gesamtstärke, das geht natürlich überhaupt nicht. Jetzt haben wir hier das französische Mittelfeld. Das rechte Mittelfeld tauschen wir natürlich noch aus. Mehr können wir erstmal noch nicht machen in dieser Saison. Kleines Zwischenfazit hier im
Dezember. Wir gucken direkt mal rein, wie sieht es ligamäßig aus. Und da geht es nach unten, 7. Platz. Okay, aber wie gesagt, das ist erstmal nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass sich die Spieler entwickeln. Wir haben den ersten 80er-Spieler in der Mannschaft. Sind übrigens im DFB-Pokal in der ersten Runde rausgeflogen. Und sehen auch hier, dass Scholz fertig ist. Wir sehen Haaland bei Real Madrid. Scholz, unser Torwart, ist fertig mit seinem Entwicklungsplan. Meistens kein so richtig gutes Zeichen. 28 Wochen bis zur nächsten Gesamtstärke. Ja, ich hoffe, dass der noch ein bisschen Potenzial hier mitbringt. Aber haben wir ja letzte Saison schon gesehen, dass das da ordentlich runtergegangen ist. Müssen wir noch hoffen, dass der dann in der nächsten Saison wieder hochgeht. Und jetzt hier am 1. Januar sieht das Ganze doch schon mal so ein bisschen besser aus. Auch wenn der dritte Platz noch ein bisschen entfernt ist, 6 Punkte. Aber ihr seht ja die Stürmerposition. Da haben wir 2 Stürmer, die aber jetzt ihre Karriere einfach beenden. Die konnten wir leider nicht mehr verkaufen. Der Ersatz ist ein 47er, deswegen sollten wir uns um den Stürmer kümmern. Und wir haben jetzt extra nochmal Spieler verkauft, auch wenn es auf den ersten Blick bei dem Transferbudget nicht so aussieht. Wir mussten nämlich noch Verträge verlängern. Und das Ganze nutzen wir dazu, um unseren ersten freien Spieler zu holen. Aber keine Angst. Es ist, wie ihr seht, hier an dem Land Elfenbeinküste. Da seht ihr es, kein absoluter Standard-Regen. Und da haben wir jetzt extra nochmal 2 Spieler für verkauft. Die Stürmer konnten wir nicht verkaufen. Deswegen sollte das schon in Ordnung gehen. Schauen wir also mal rein, ob wir mit unserem neuen Sturm hier aufsteigen können. Wir haben noch sehr viele Schwachpunkte in der Mannschaft. Vor allem die Kaderbreite ist jetzt nicht so besonders gut. Okay, aber mit den 2 Niederlagen sieht das jetzt nicht unbedingt und mit einem Unentschieden nach einem Aufstieg hier aus. Mai 2031, wir werden hier in der Liga bleiben. Ja gut, es war noch nicht mal knapp. 4. Platz, aber 15 Punkte Abstand. Na gut, aber die 2-3 Vereine sind ja nächstes Jahr nicht mehr da. Da ist dann, würde ich sagen, unsere Zeit gekommen. Statistiken und so weiter machen wir erstmal ein bisschen später, weil Position müssen wir jetzt in der nächsten Transferphase austauschen. Wir sehen auch wieder, der Torwart ist wieder hier fertig. Hansa Rostock im DFB-Pokalfinale. Ja, und 76 Wochen, also das Einzige, was den irgendwie noch retten kann, ist, dass er jetzt hier gleich in der neuen Saison auf ein höheres Potenzial geht. Sonst wissen wir da nicht so wirklich, was wir tun sollen. Komm, DFB-Pokal, da warten wir nochmal kurz ab, wer da gewinnt. Ja, leider keine Überraschung. Wir sehen, Bayern gewinnt den DFB-Pokal. Neue Saison, 16 Millionen an Transferbudget und dabei haben wir schon einen hier verkauft. Unseren ZOM 71er Torlook oder Torlack. Ich weiß es gar nicht. Wichtiger ist, dass wir uns den neuen Namen besser merken können. Wir sehen auch, eine Freigabesumme wurde hier bezahlt. Aber für den Linksverteidiger, das ist überhaupt kein Problem. Und bei dem Torwart sehen wir leider immer noch kein Potenzial. Und hier seht ihr unseren neuen ZOM 71er Gesamtstärke von Manchester United aus Algerien. Das ist also schon mal die erste Verstärkung für diese Saison. Und als nächstes bedienen wir uns hier in der Bundesliga, holen uns einen Engländer, der linkes Mittelfeld spielen kann. Und der das natürlich bei uns hier auch macht, zeigt großes Potenzial. Und damit haben wir jetzt, würde ich sagen, die erste Mannschaft hier gut aufgestellt. Und wir verpflichten an der Stelle einen neuen Torhüter, machen den Tauschstil, tauschen unseren anderen Torhüter ein. Der hat zumindest noch großes Potenzial, den wir jetzt hier verpflichtet haben. Da seht ihr das Ganze. Jetzt sind wir wieder ein bisschen besser auf der Torhüter-Position aufgestellt. Da können wir uns einfach nicht erlauben, da einen Torhüter spielen zu lassen, der gar kein Potenzial mehr hat. Heißt aber auch gleichzeitig, das war es erstmal wieder mit dieser Transferphase. Tabelle sieht gut aus, da sind wir auf dem 1. Platz. Foden wird hier Ballon d'Or-Sieger. So sieht die Mannschaft aus. Viel können wir sowieso jetzt gerade nicht machen. Deswegen direkt ans Ende der Saison. Hoffentlich dann mit dem Aufstieg. Und ja, am Ende der Saison sind wir zwar nicht Erster, steigen aber als Zweiter auf. Wäre nochmal eine knappe Nummer gewesen. Hätten wir vielleicht in die Relegation gemusst, hätten wir ja ein Unentschieden weniger. Schauen wir kurz in die Mannschaft. Der Stürmer entwickelt sich richtig gut auf eine 85. Und auch der Torwart macht endlich richtige, heftige, gute Upgrades. Ich würde sagen, wir sind bereit für die erste Liga. Haben nämlich auch 2 richtig gute Torjäger hier in unseren Reihen. Und ich habe, glaube ich, gerade 5 Millionen in den Sand gesetzt. Indem ich außersehen das Turnier hier abgebrochen habe, das Vorbereitungsturnier. Ja, das fängt schon mal nicht gut an mit der Saison, aber wir haben 28 Millionen. Damit werden wir natürlich jetzt hier Transfers machen. Aubameyang Region anscheinend hier wieder bei Arsenal unterwegs. Und das Erste, was ich direkt mache, ist, Diekmann hier auf die Transferliste zu setzen. Ich wollte den verlängern. Ja, hat aber nicht so geklappt. Ist auch schon 28 Jahre alt. Da wird es einfach Zeit, dass wir den jetzt hier quasi zu Geld machen. Und wir machen jetzt hier einen Mega-Deal mit der italienischen Liga, beziehungsweise mit einem Club der italienischen Liga. Und es handelt sich hierbei um einen Innenverteidiger mit einer 81er Gesamtstärke. Zeigt großes Potenzial und wird natürlich Diekmann jetzt hier ersetzen. Und jetzt kriegen wir hier mal ein Tauschangebot und ich würde sagen, komm, der ist 23 Jahre alt, 76er Gesamtstärke. Wir suchen sowieso dann nach einem, ja, Backup hier. Deswegen passt das eigentlich perfekt. Wir nehmen das Angebot an. Macht man normalerweise nie, aber in dem Fall werden wir das machen. Und hier sehen wir schon ein Angebot von fast 100 Millionen von Gladbach für unseren Stürmer. Aber den wollen wir natürlich eigentlich nicht abgeben. Ne?
Also da müssen sie schon komplett übertreiben hier mit dem Preis. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das jetzt hier ein richtig guter Spieler ist. Wir haben auch ein Angebot von Leverkusen noch von unserem Stürmer. Und zum Abschluss der Transferphase werden wir nochmal zwei freie Spieler hier verpflichten, einfach um ein bisschen Kaderbreite reinzubekommen. Wir wollen ja nicht komplett hier untergehen in der ersten Liga. Und natürlich, die Bank sieht auch nicht so besonders gut aus. Ganz schnell ins Zwischenfazit hier im Dezember. Im Pokal sind wir leider rausgeflogen nach Elfmeterschießen. In der Liga sieht es aber richtig gut aus. Da sind wir auf dem dritten Platz. Was ist hier denn bitte los? Was ist mit der Mannschaft passiert? Okay, schauen wir mal, ob das auch so bleibt. Schauen wir mal ans Ende der Saison. Der letzte Monat lief doch mal richtig gut. Damit meinte ich nicht diesen Mai, sondern diesen April. Gucken wir mal rein, wo wir am Ende gelandet sind. Wir sind auf dem zweiten Platz einfach mal. Wir steigen hier in die Bundesliga auf und verpassen nur knapp die Meisterschaft. Was ist das denn bitte hier? Also so extrem krass sind die Gesamtstärken jetzt noch nicht. Na gut, der Stürmer 87er Gesamtstärke. Aber zweiter Platz ist schon extrem krass. Ich würde sagen, es hat sich also gelohnt, auch noch ein paar Backup-Spieler hier zu holen. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich verstärken in der neuen Saison, denn wir spielen ja jetzt das erste Mal in der Champions League. Top-Torjäger hatten wir in dieser Saison noch nicht, aber ich denke, der wird sich auch in der nächsten Saison hier verbessern. Und wir haben jetzt auch ein Transferbudget von 40 Millionen. Gut, in unserer Welt, also in der Champions League-Welt, ist das jetzt so wie gar nichts. Aber eine Position können wir damit, denke ich, verstärken. Und wir werden jetzt eine einzige Position hier verbessern. Ich glaube, es ist der Julian Brandt Region. 79er Gesamtstärke. Das machen wir. 35 Millionen knapp. Wir verstärken aber jetzt die ZOM-Position. Hoffentlich entwickelt er sich da so richtig gut. Dezember, ihr wisst Bescheid, immer die perfekte Zeit, um hier reinzugucken. Champions League, da sehen wir zwei Siege. Das sieht also gut aus. Pokal sind wir auch noch drin. Ligameisterschaft, da geht's auch noch. Ja, sind wir auch noch mit dabei. 28 Punkte, zweiter Platz. Champions League natürlich direkt reingucken. Und da sehen wir, ja, sind wir locker weitergekommen. Nur ein einziges Unentschieden. Die Mannschaft entwickelt sich, ist glaube ich aber noch nicht bereit für einen Champions League Titel. Dafür haben wir einfach noch zu viele schwache Spieler. Schauen wir also mal direkt rein, wie es so für uns läuft. Im Achtelfinale treffen wir auf Neapel hier erstmal. Viertelfinale ist es, denke ich mal, hier im DFB-Pokal gegen Bayern. Und auch noch Dortmund. Okay, das ist natürlich ein Hammermonat. Okay, das Ganze sieht aber hier nicht so gut aus. Im Pokal rausgeflogen gegen Dortmund, verloren. Aber jetzt einen Sieg in der Champions League. 3:0. Wir sind einfach hier im Viertelfinale. Kann man fast schon sagen, denke ich mal. Und ja, da brennt natürlich gar nichts mehr an. Viertelfinalgegner ist jetzt hier Paris. Da verlieren wir dann aber 4:1 direkt. Okay, da kommen wir wieder auf den Boden zurück. Schauen wir uns das Ganze an, wie das dann in der Bundesliga noch gelaufen ist. Und da sehen wir, dass wir nicht Meister geworden sind. 3 Punkte Unterschied. Also so langsam hätten wir es auch ein bisschen verdient, wenn wir immer so weit oben mitspielen. Na gut, wir dürfen natürlich auch nicht zu viel erwarten. Top-Torjäger haben wir nicht. Aber natürlich dafür eine richtig gute Mannschaft. Die beiden Stürmer, krass entwickelt. Das linke Mittelfeld auf der ZOM hat sich gut entwickelt. Ich freue mich auf das Transferbudget, was ein bisschen höher sein wird als 8 Millionen. Dann werden wir nämlich nochmal eine Position ordentlich austauschen hier. Und in der neuen Saison gibt es natürlich wieder ein neues Transferbudget, 54 Millionen. Und das Vorbereitungsturnier nehmen wir auch noch ganz kurz mit. Okay, da hat unsere Mannschaft aber nicht so wirklich Bock drauf. Und ich werde mich jetzt hier für einen rechten Flügel entscheiden in einem Tauschangebot 85er. Ihr seht das Ganze hier nochmal, ein marokkanischer rechter Flügel. ZOM kann er auch noch spielen, wie gesagt, in einem Tauschdeal. Mit unserem rechten Mittelfeldspieler. Und wir machen hier noch ein bisschen was für die Bank, beziehungsweise die Reserve. Einfach nur, damit wir keine 50er spielen lassen. Und damit wir das natürlich ein bisschen hier nutzen mit den freien Spielern. Das Ganze sieht natürlich jetzt hier nicht mehr so gut aus. Deswegen gehen wir natürlich wieder ganz, ganz schnell in den Dezember. So, schauen wir direkt mal hier rein. Da sehen wir, im Pokal sind wir noch drinne gegen Hoffenheim. Und in der Champions League sind wir im Achtelfinale gegen Rom. In der Bundesliga sieht es sehr, sehr gut aus. Und was ist, das jetzt die erste Bundesliga oder so die zweite gefühlt? Was ist das bitte für eine Tabellensituation? Erster Greuther Fürth, zweiter Union Berlin, dritter Hannover 96, vierter Stuttgart, fünfter Mainz und sechster Schalke. Also das sieht komplett zusammengewürfelt aus. Keine von den Top-Mannschaften wie Bayern oder Dortmund vorne. Leverkusen, Frankfurt, Gladbach, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich glaube, so eine verrückte Tabelle habe ich noch nie gesehen. Gut, es ist natürlich jetzt noch nicht das Ende der Saison. Aber ich meine, wir sind noch nicht im Jahr 2043 oder sowas in die Richtung. Sondern wir sind auch in der regulären Spielzeit hier in der Karriere. Komplett verrückt. Hoffentlich setzen wir uns dann natürlich durch. Und dieser A. Lombardi, ist das irgendwie Alessio oder so? Der Sohn von Pedro Lombardi? Oder wer macht da die Tore bei Leipzig? Wir sehen, Foden gewinnt wieder den Ballon d'Or. Und wir sehen natürlich wieder Entwicklung bei unseren Spielern. Den ersten 90er haben wir da auf der Stürmerposition.
Schauen wir mal, ob es genauso verrückt bleibt in der Bundesliga und wie weit wir natürlich in beiden Pokalwettbewerben hier kommen. Gehen wir mal in den März. Dortmund und Bayern-Partie ist da ja auch noch. Und wir sehen, gegen Rom und Dortmund haben wir schon mal die Spiele gewonnen und auch das Hinspiel. Das heißt, wir sind wieder im Viertelfinale. Jetzt aber erstmal in die Partie gegen Bayern. Werden wir da noch ein paar Spieler erkennen. Den Stürmer, den erkennen wir wieder. Torwart, Innenverteidiger, den Linksverteidiger Valverde. Der ZDM, den kennen wir natürlich, aber auch ein paar unbekannte Namen jetzt hier. Schauen wir mal rein, wer das Duell hier für sich entscheiden kann. Ja, keiner. 3:3 geht das Spiel einfach mal aus. Viertelfinale jetzt hier gegen Atletico Madrid. Im Pokal sind wir natürlich auch noch. Schauen wir mal, wie dieser Monat hier so aussieht. Wir starten mit einem Sieg gegen Atletico Madrid. Spielen dann unentschieden und nochmal unentschieden und sind damit jetzt schon im Halbfinale. Und ja, wie gesagt, also damit hätte ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Pokal sind wir auch im Finale. Verlieren aber danach. Und jetzt unentschieden. Gucken wir direkt rein ins Rückspiel. Werden wir hier 2 Finals haben am Ende der Saison? Und werden wir auch Meister? Das ist natürlich noch eine weitere Frage. Na gut, mit solchen Ergebnissen natürlich nicht. Wir sind im Champions-League-Finale. Okay, es wäre ja jetzt das reguläre Ende. Wir könnten natürlich noch weiter simulieren mit einem Mod jetzt hier. Davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, dass wir das jetzt hier noch nutzen müssen. Aber jetzt haben wir hier einfach mal 2 Finals. Gehen wir direkt in das erste hier rein. DFB-Pokal gegen Bayern München. Wir haben natürlich eine gute Mannschaft, aber jetzt auch nicht so eine übertrieben heftige Mannschaft. Auf der ZM- und Innenverteidigerposition zum Beispiel. Und auch der Torwart ist jetzt kein 90er oder sowas in die Richtung. Wir haben keine Standard-Moves gemacht und verlieren jetzt hier den DFB-Pokal erstmal. Das fängt schon mal nicht gut an. Bundesliga gewinnen wir aber hier mit 4 Punkten Vorsprung vor Bayern. Und am Ende sieht es dann doch schon so ein bisschen normaler aus. Aber wo ist bitte Dortmund? Die sind auf dem 11. Platz gelandet. Mainz hier als Überraschungsmannschaft. Aber gut, wir sind natürlich die größte Überraschung, ganz klare Sache. Aber wir haben natürlich auch eine heftige Mannschaft hier entwickelt. 2 90er in der Startelf. Der Stürmer sollte bald folgen, aber vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr. Wir gucken jetzt ein letztes Mal nochmal hier in die Statistiken, in die kompletten Statistiken. Aber jetzt gehen wir natürlich in das Champions League Finale hier gegen Barcelona. Schauen wir direkt rein. Da sehen wir, Ansu Fati ist da einfach mal Kapitän. Bellingham spielt da noch. Van de Voort ist im Tor. Okay, ganz interessante Mannschaft. Die Frage ist aber, werden wir hier ja, Champions League Sieger und beenden damit diese STG noch vor 2036? Und das machen wir. Wir gewinnen 1:0. Perfektes Ende. Wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon soweit ist. Aber beschweren will ich mich nicht. Dann hatten wir heute so ein bisschen mehr Glück. Das haben wir auch ganz oft so, dass wir dann noch 3 Saisons weiter simulieren, obwohl wirklich alle auf der 90er Gesamtstärke sind. Klickt euch jetzt direkt zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.